Hallöchen zusammen, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von Die Siedler 2, die nächste Generation. Wir haben in der letzten Folge relativ erfolgreich den Gelben, der hier gelandet war, der Gelbe, ne? Wieder zurückgedrängt. Und jetzt können wir unsererseits versuchen, uns hier ein wenig aufzubauen. Ja, der gute G-Man hat mir mal wieder einen Kommentar gegeben, hat gesagt, ich brauche das hier gar nicht so dramatisch schnell angehen, sondern ich kann mir auch Zeit lassen. Hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, man sollte vielleicht so schnell wie möglich rübersiedeln, solange man ja den Vorteil hat, Generäle zu haben, die die Gegner dann noch nicht haben. Aber gut, anscheinend ist das relativ egal. Macht ja eigentlich auch nichts, ne? So, wir können hier nochmal einen Geologen rausschicken und auch hier natürlich noch mal einfach, weil wir die Leute dafür haben, ne? So, ein Geologe hier. Sollte ich hier nochmal... Ach, ich habe ein Lagerhaus. Ja, ist ja alles gut. Ja, wir haben so toll das hier hingekriegt bei den letzten Malen. Also die ersten Folgen, da haben wir echt wunderbar dran gearbeitet, eine gute Wirtschaft hier aufzubauen. Und eigentlich kann ich jetzt... Brauche ich gar nicht so viel machen. Hergestellte Münzen, ja, okay, militärische Stärke ist schon ganz ansehnlich, ich weiß. Aber an sich brauchen wir nicht so viel zu tun. Wir müssen eigentlich echt nur warten, bis hier Waffen und dies und das und jenes ankommt. So, wir haben 36 Bier, aber halt im Moment keine Waffen, denn es kommt nicht so wahnsinnig viel Kohle da an. Wie viele Goldmünzen habe ich denn noch? Das wäre jetzt so eine andere interessante Sache. 17. Noch 17 Goldmünzen. Ja, lecko mio. Da kriegen wir noch ein paar Generäle dazu. Da kriegen wir noch ein paar Generäle dazu, würde ich mal vermuten. So, warte mal. Hier, Militärgebäude errichtet und besetzt. Das war das, genau. Das war hier ganz entspannt. Warte, ich will nicht hier die ganze Zeit immer so hin und her scrollen. Deswegen... was? Hä? Was? Wieso läuft da so ein grüner Wicht rum? Ist das der von hier hinten? Ist der ganz hier runtergerannt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was war denn das für ein Typ? Okay. Ist ja egal. Wir lassen einfach hier unsere Baracke bauen. So, bum, 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 bum. Ach genau, da oben baue ich da eigentlich Sägewerk und sowas? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Muss ich gleich nochmal nachgucken, was ich da alles baue. Okay. Ich baue hier Werft, Baracke, Steinbruch, Sägewerk, Holzfällerhütte, Forsthaus, Holzfällerhütte. Okay, also alles perfekte Mundo. So, keine Rohstoffe mehr im Steinbruch. Ja, das war ja zu erwarten. Gebäude richtet... Oh, Eisenerz und Kohle gibt es hier. Okay. Gut zu wissen. Können wir hier auch gerne nochmal einen Geologen raussenden. Aber jetzt geht's aber schnell hier. Fischerhütte ohne Arbeiter. Gebäude richtet Baracke. Fischerhütte, ja, kein Arbeiter. Okay. Wir kriegen ja noch bald was. Kriegen ja bald wieder was. So. Hier machen wir direkt eine Mühle wieder hin. Und noch eine Bäckerei. Ja. Jetzt sollten wir eigentlich ja wieder genügend... Sortenbrunnen auch. Das sollten wir eigentlich wieder genügend Bretter auf Lager haben, im Normalfall. 45, ja, das ist eine gute Nummer. Das ist eine ganze Menge. Damit können wir leben. So, und ich will ja eigentlich auch nur so schnell wie möglich dahin, dass wir da rüber segeln können und dann einfach sagen, Hallihallo, wir sind schon da. Boah, das dauert aber echt eine ganze Weile, bis hier alles angekommen ist. Wie sieht es in der Festung aus? 3 Goldmünzen. Okay. Okay, da lagere ich dann doch lieber schnell nochmal die Leute raus. Nochmal wieder ein paar neue, frische Leute hier reinbringen. Ein paar neue Gesichter. So. Boings, 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 boings. Ihr geht da rein. Guckt euch das an. Wunderbar. Und seid dann voll. So, was kommt hier? Da kommen nochmal 2 Generäle an. Ach wie, was?
Achso, oh, weil da die Hauptinsel ist, ne? Hier ist noch ein Hafen auf jeden Fall. Das ist auch ganz schön. Den könnte man sich natürlich noch mitnehmen. Zong, zong. Ja, hier. Zack. Okay. Es ist noch... Ach ja, hier ist was Pinkes. Aber die sind hier noch nicht übergesegelt, glaube ich. Weil hier ist ein Hafen, da liegt noch keiner vor Anker auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Das ist ja okay. Können wir machen. Können wir dann bald vor Anker liegen. Ach, hier. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ein Steinbruch hier, Alter. Das sieht ja ziemlich gut aus. So, ich hoffe, meine Werft wird bald fertig. Dann kann ich nämlich schon mal anfangen, hier ein Schiff zu bauen. Sehr cool. Sehr, sehr gut. So, ihr könnt raus. Ich weiß gar nicht, wie weit will ich mich denn noch hier ausbreiten. Eigentlich brauche ich mich hier nicht wirklich weiter ausbreiten, ne? Ich meine, ich habe ziemlich viele Rohstoffe. Ich brauche eigentlich nicht wirklich mehr Erze, weil... Wird echt der Hafen schneller? Nee, der Hafen dauert noch eine ganze Weile. Das sieht nur so aus. Okay. Tatsächlich... Sehr schön. Militärgebäude besetzt Baracke hier. Militärgebäude besetzt Baracke da. Ja. Gebäude errichtet Werft. Yay, Hammer. Dann bitte Schiff bauen. So, dann kommt auch der Hafen so langsam in eine Pötte. Und wir haben hier wirklich Stein und Holz. Finde ich toll. Finde ich ziemlich cool. Da wird auch gleich genug an Waren vorhanden sein, denke ich. Na? Bom, bom, bom. 98, 99 und 100. Sehr cool. Da wollen wir auch keine Schwerter drin haben, natürlich, und kein Bier. Aber wir wollen schon mal eine Expedition vorbereiten. Ja, sehr schön. Die wollen natürlich auch keine Gefreiten drin haben, ist klar, ne? Da sollen nur die starken Leute rein. So, oh, und hier sollten wir schon mal wieder auffrischen. Wie viele Leute haben wir denn noch? 14. Noch 14. Okay. Ja, ich lasse jetzt hier auf dreifache Geschwindigkeit komplett durchlaufen. Keine Ahnung, warum. So. Die laufen echt nach hier hinten, ne? Vielleicht... Warte mal, was ist hier alles los? Keine Rohstoffe gefunden in der Holzfällerhütte. Okay, ja, das ist klar. Eisenberg, die ganzen Bergwerke sind alle ohne Arbeiter. Okay. Wie viel Waren haben wir denn? 4 Nudelhölzer. 2 Schmelzpfannen. Okay, dann komm. Nudelhölzer, ach, habe ich schon aus. Sensen habe ich auch 4 Stück, glaube ich. Schmelzpfannen brauchen wir auch nicht mehr. Ja, machen wir so. Das ist okay. Machen wir erstmal so. So, hier kommen jetzt tatsächlich ziemlich viele Sachen. So, jetzt müssen wir hier nur aufpassen, wie wir das machen. So, nach wo laufen die jetzt? Ich hoffe nach rechts. Ja, nach rechts. Okay, sehr gut. Sehr gut. Da sollen sie hin. In den Hafen. Da will ich sagen, im Hafen sind sie gut aufgehoben. Denn von da aus kommen wir weiter. Oh ja, sehr schön. Guckt euch das an. Das sieht doch toll aus. So. Schon krass, ne? Kommen jetzt dann von hier 2 so schwache Willis, oder wie sieht's dann aus? Weil irgendwer muss ja... Oh Gott, jetzt haben wir nur noch 8 Gefreite. Keine Rohstoffe mehr im Eisenbergwerk. Dumm. So viele! Mann! Ja, toll, super. Hier sind auch keine mehr, dann sollten wir uns mal... Ach so, hier sind ja noch ganz frische Eisenbergwerke. Okay, gut, dann sollten wir da auf jeden Fall noch genügend Möglichkeiten haben. Können auch hier nochmal eine Eisenschmelze hinbauen. Wo ist eine Eisenschmelze? Ich finde wieder Schmelze nicht. Und Schmiedehütte. So, das haben wir erledigt. Sehr gut.
Und jetzt möchte ich, dass ganz gerne die Baracke besetzt wird und dann, dass das Schiff bald fertig ist. Ah, da sind noch zwei Bretter drin. Okay, der kann also fröhlich arbeiten. Der arbeitet aber nicht. Was denn los mit dem? Arbeitet er nicht, weil es Nacht ist und denkt sich dann, ja, hier, nö. Ja, nö, will nicht. Nachts ist ja doof. So, wir bauen erstmal einen Hafen hin. Einfach schon mal zur Sicherheit. Okay, da sind zwei Generäle drin. Das ist gut. Und das lassen wir jetzt auch erstmal so. Das ist ja vollkommen in Ordnung hier. Wir müssen uns ja nicht weiter ausbreiten erstmal. Bis hierhin reicht. Wir haben da Hafen soweit besetzt. Das Schiff wird gebaut. Das ist bald fertig. 65% sind es bereits. Okay. Wir haben alles für die Exkursion vorbereitet. Wir haben auch schon Holz und Steine. Also alles ziemlich gut hier. Alles ziemlich gut. Schaut sehr schön aus. Ja, und hier Mühle und Bäckerei. Alles perfekt vorbereitet. Ich weiß nicht mehr, was es hier gab. Ich glaube Eisen. Könnte auch Kohle gewesen sein. Oder Granit. Na, wer weiß. Habe ich vergessen. Ist ja auch nicht so wild, ne? So, hier können wir nochmal eine Fischerhütte bauen. Sobald dann Fischer fertig ist und irgendwo anders nichts mehr findet, dann werden wir hier die Fische nutzen. Das sieht echt gut aus, ne? Ich muss schon sagen. Oh, warte. Ja, hier habe ich ein bisschen verkackt. Wie viel haben wir? 9 Stück. Okay. Ja, aber ich kann jetzt eh einfach alle komplett auffüllen. Ist ja fast egal. Wir haben ja jetzt nur noch die 9 über. Dann ballern wir da alle Münzen rein und dann ist gut. Ja, er legt jetzt so langsam. Oh, die legen alle so langsam los. Aber der Gelbe nicht. Der Gelbe ist der, der hier das Gebiet besitzt, ne? Ja, das ist der Gelbe. Okay, das heißt, den könnte ich vielleicht tatsächlich irgendwie niedermetzeln. Breiten die sich denn aus? So ein bisschen, aber nicht wirklich. Ja, keine Rohstoffe gefunden in der Holzhütte. Ah, da los, Gebäude ohne Arbeiter, Fischerhütte. So, komm, ein Brett noch, bitte. Ein Brettchen noch. Und dann kann unsere Exkursion losgehen. Dann kann unsere Reise losgehen. Juhu. So, Schiff ist fertig. Sehr gut. Dann bitteschön, einmal zum Heimathafen. Sehr stark. So, Aurora bricht auf. Wir fahren mal nach darüber. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo wir hier Land finden zum Anlegen. Das Schöne ist tatsächlich, wir haben so viele Sachen hier direkt vor Ort. Wir müssen tatsächlich einfach nur rüberfahren. Ist das schon die Hauptinsel? Ich fahre nochmal weiter. Es ist die Hauptinsel, glaube ich. Aber es ist so weit weg. Das ist so weit weg noch. Ich will ja ein bisschen näher ans Tor, ne? So irgendwo, dass ich nur mich so ein bisschen durchkämpfen muss und dann... okay, da ist schon direkt ein Gegner. Da muss ich mich anscheinend nicht wirklich viel durchkämpfen. Hä? Okay. Ja, vielleicht sollte ich mich da dann schon vorbereiten. So. Ich bereite die nächste Expedition vor. Ach, der fährt jetzt so rum. Oh Gottchen. Ach, hallo. Ist ja schön. Sieht man hier das ganze Gebiet von Grünen. Okay, wir fahren einmal alles ab, ringsrum. Gebäude ohne Arbeiter. Ja. Gebäude errichtet. Okay. Okay. Das scheinen echt die einzigen beiden Orte zu sein, ne? Okay, dann sollte ich den aber hier hurtigst einnehmen, bevor ich da keinen Fuß mehr an die Erde kriege. Okay, dann schnell. Dann heißt es schnell handeln. Wieso baut er hier drüben eine Holzfällerhütte und ein Jagdhaus? Was? Wie kommt er denn auf so ein schmales Brett? Wie kommt er denn auf das schmale Brett da? Okay, ich muss hier ganz schnell... wie mache ich das denn am geschicktesten? Ich muss ja versuchen, hier einfach erstmal zu landen. Ja, klar. Super.
Ob das schnell genug geht, wenn ich hier einen Turm hinbaue? Ich weiß es nicht. Aber wir probieren es mal. So, Aurora wartet auf Anweisungen. Ach so. Aurora bereitet die Expedition vor. Kann ich nicht sagen, Expedition abbrechen? So, ja. Expedition abgebrochen. Das ist okay. Aurora, ja, weil, wo soll ich sonst hin? Obwohl, ich könnte natürlich einfach eine Expedition machen. Damit die anderen da nicht hinfahren, ne? Damit die anderen nicht plötzlich bei uns auf der Insel anlegen. Ja, okay. Überredet. Überredet. So, dann... Fahr doch mal hier unten hin. Was ist das denn für ein Ort? Bin ich jetzt mal gespannt, wo der jetzt hinfährt. Ach so, hier! Okay. Dann machen wir hier natürlich auch nochmal dasselbe. An einem von den beiden Orten wird es ja wahrscheinlich klappen, ne? Ja, subi. Okay. Bauen wir hier ein paar Wachtürme und dann haben wir hier einiges an Truppen. Ich muss mich ja bei dem Gelben durchkämpfen, ne? Weil der Gelbe ist in dem Gebiet. Das heißt, eigentlich brauche ich den Roten überhaupt nicht zu beachten. Nur den Gelben. Okay, sehr gut. Ach, cool. Er war direkt daneben Ort. Warum ist denn da nicht hingefahren? Jetzt ein bisschen komisch. Aber gut. Passiert. So, der erste Hafen ist gleich fertig. Gebäude errichtet Hafen. Ja, das ist aber hier hinten. Ja, das ist der Hafen hier hinten. Okay. Ja gut, von mir aus. So, noch ein Hafen errichtet. Sauber. So, da geht jetzt einer raus. Und da muss jetzt ein Baumeister hin. Ach nee, da brauchen wir erst einen Planierer. Oh, da muss ja erst ein Planierer hin. Oh, weh. Halleluja. Das ist natürlich keine so tolle Sache. Ach, das ist natürlich doof, dass er erst einen Planierer hin muss. Okay. Ja, Steine haben wir hier genügend. Schaffen wir das jetzt diese Folge noch hier da, den Turm fertig zu kriegen? Ja, das kriegen wir doch noch hin. Das kriegen wir doch noch hin. So, der Hafen, der wird da auch gemacht. Da werden dann noch mehr Planierer benötigt. Ja, Planierer. Ist schon mal da zumindest. Und danach werden dann die Rohstoffe dorthin gebracht. So, der räumt alles ein. Das Gute ist, der wird dann wahrscheinlich hier bleiben. Okay, der Hafen ist auch errichtet. Sehr cool. So, und sobald wir hier, also ich meine, mit den Wachtürmen sollte man eigentlich auch genügend Leute vor Ort haben. Keine Rohstoffe gefunden. Oh nein. Ja, da wird es dann auch gleich keine mehr geben wahrscheinlich. Noch steht es bei 70%, aber ja. Okay, die ersten Goldbergwerke gehen so langsam auch zur Neige. Dann können wir mal gucken, was wir hier hinten noch haben. Vielleicht gibt es da noch was Tolles. Nein, da wollte ich keine Fahne bauen, sondern hier. So, gucken wir auch hier nochmal. Und da auch nochmal einen rausholen. Einen Geologen auf die Reise schicken. So, der Wachturm wird schon gebaut. Es fehlt nur noch ein Stein. Der ist jetzt auch schon da. Na, das ging ja fix. Und hier sind jetzt zwei Planierer. Ja, perfekt. Sehr gut. Die kümmern sich jetzt um die beiden Wachtürme hier. So, und dann sollten eigentlich relativ fix ein paar Generäle rübergeschifft werden. Und die machen dann ja, relativ schnell alles kurz und klein, denke ich mal. So, da war eine Goldmünze drin und nur drei süße kleine andere Typen. Gold gefunden. Das habe ich ja irgendwie erwartet. Frag mich nicht, warum. Fragt mich nicht, warum ich das erwartet habe, aber irgendwie habe ich es erwartet. Ja, dann bauen wir ja auch noch eine Münzprägerei, ne? Ja. Könnt's ja. Keine Rohstoffe mehr im Goldbergwerk. Genau. War zu erwarten. Ich brauche eigentlich auch kein Gold mehr, ganz ehrlich. So, was kommt da? Da kommen jetzt Rohstoffe. Ja, komm. Die brauchen wir eigentlich gar nicht hier in Produktion. So.
Jetzt kommen Soldaten. Jetzt kommen Soldaten und besetzen hier alles. Sehr cool. Und dann werden wir relativ bald... Okay, wenn... Ja, ein Schiff mehr wäre noch ganz gut. Hä? Wieso? Wieso fährt bitte kein Schiff hier... Hallo? Darf unser Hafen auch mal von Soldaten besetzt werden? Hä? Was ist denn da los? Da müssen Soldaten hin. Ja, hier. Ich hoffe mal, Aurora fährt jetzt hin, um ein paar Soldaten abzuholen. Das wäre ja sonst frech. Waren an Bord? Na, was ist an Bord? Nix an Bord? Was ist denn los hier? Mein Jungs. Ihr müsst doch nur diesen komischen Wachturm hier besetzen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ein Holz. Ich fasse es nicht. Hallo? Ist das euer Ernst? Wir haben auch hier Soldaten. Die dürfen doch... Die müssen doch nur hierher gefahren werden, damit die... ich glaub's alles nicht. Ich glaub's ja nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Hallo? Hallo? Kriegen wir jetzt mal ein paar Soldaten hier? Hä, wie komisch ist denn das? Warum schicken die denn hier keine Soldaten rüber? Da muss doch nur ein General rein. Von wo muss denn der General bitte ganz kommen, bis der dann da in das Türmchen reingeht? Was? Nee, nicht in... Was? Wie lächerlich ist das denn? Wieso solche Weicheier? Hä? Will ich verarschen? Was? Was? Nee. Ah, die holen von hier unten die Generäle ab. Ach, wie dumm ist das denn? Hä? Wie dumm ist das denn bitte? Alter, wie bescheuert ist das denn? Anstatt dass die Generäle von hier nehmen, nehmen die vom... Von da unten? Nee, verkohlen? Alter, das ist doch nicht... Ist doch nicht ernst hier. Ja, schon ein bisschen verarschen, ne? Ist doch nicht euer Ernst, dass die von hier ganz... Komm, nee, das geht nicht. Die müssen von hier... Müssen von hier rüber gefahren werden. Ja, weil jetzt werden wir nämlich schon angegriffen, ne? Wetten? Da kommen doch schon Gefreiter raus. Ich weiß, die Folge ist vorbei, aber ich will jetzt noch sehen, ob hier unsere... Ob hier unsere Generäle mal auch irgendwie was... Ja, kommt jetzt einer, greift an. Ja, genau. Ja, aber interessiert ja keinen, weil... Es ist ja... Wozu sollten wir hier Generäle rüberschicken? Ah ja, eine Goldmünze, natürlich. Ist ja viel wichtiger. Wollt ihr mich verarschen? Wie dumm ist denn das bitte? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr von... Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr von hier die Generäle rüberschickt. Ja, Entschuldigung. Also irgendwas ist hier ein bisschen kaputt mit der Mission. Ist doch nicht normal. Das ist jetzt ein bisschen... Bisschen sehr strange. Ich meine, die müssen doch nur ein paar Generäle hier rüberschicken. Wir haben genügend Schiffe, aber nö. Nö, natürlich nicht. Warum denn auch irgendwie ein paar starke Leute darüber schicken? Nö, ist ja. Starke Soldaten bevorzugen. Habe ich alles eingestellt. Sehr gut. Mein Obergefreiter hat zum Glück gerockt hier noch. Der räumt auf. Wenigstens einer, der hier irgendwie ein bisschen was hinkriegt. Das ist toll. Das ist jetzt aber... Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich schon sagen. Ich meine, das ist doch nicht normal. Da kommen jetzt Generäle. Okay, das sind das jetzt die drei, die mitgenommen werden, oder? Nö, das Schiff nimmt natürlich nur eine Goldmünze mit. Warum denn auch Generäle mitnehmen? Kann mir das mal einer verraten, bitte? Was der Grund ist dafür, dass da keine Generäle rübergeschifft werden? Oder was kommt da jetzt? Nö, zwei Bretter, natürlich. Soldaten? Warum?
Warum? Ja, also irgendwas ist hier verbuggt. Keine Ahnung. Oder ich mache irgendwas falsch, könnt ihr mir gerne sagen. Ich beende jetzt die Folge. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr komisch. Ja, weiß nicht, was da jetzt los ist. Okay, ich schaue mir das nochmal genau an. Ich guck mal, sonst google ich mal kurz im Internet. Und dann schaue ich mal. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao.